Allerbeste Stimmung im Tischtenniszentrum in Grünwettersbach beim Duell des ASV gegen den TSV Bad Königshofen. Ricardo Walter und Mitsuki Oikawa im ersten Einzel gegeneinander. Die lieferten sich da gleich ein hochklassiges und vor allen Dingen extrem schnelles Spiel. Was das Tempo über dem Tisch angeht, auf jeden Fall. Ricardo Walter hier mit dem Punktgewinn, aber Oikawa dann im dritten mit Matchball. Und er, ja, da streift der Ball noch die Tischkante, dann mit der Führung eben für die Gäste aus Bad Königshofen, der Aufsteiger aus der letzten Saison, ja auch in dieser Runde schon sehr gut dabei, am ersten Spieltag sogar Tabellenführer gewesen, nach dem zweiten auch noch, dann gab es die erste Niederlage und hier gab es einen Megaball von Dang Xiu. Gucken wir uns in der Wiederholung nochmal an, hier kommt er, Penholder-Spieler und dann mit der Rückhand, so ein Ding durchgebrezelt. Absoluter Wahnsinn im fünften Satz, aber musste auch er gratulieren gehen auf der anderen Seite. Kilian Ort gewinnt dieses Match und damit zur Pause Bad Königshofen schon 2:0 in Führung. Ja, aber wer dachte, Grünwettersbach würde sich jetzt hängen lassen, der sah sich getäuscht. Knarr Sekaran, der Neuzugang gegen Benche Majoros mit einem sehr schönen Spiel an Position 3 und er hatte dann auch im dritten Satz bei 13:12 Matchball. Und sorgt hier gleich mal für den ersten Jubel an diesem Nachmittag, den ersten richtig lauten Jubel in Grünwettersbach. Der Anschluss war hergestellt, dann Bojan Tokic, der Routinier gegen Kilian Ort. Ja, Alter gegen Jugend wäre ein bisschen übertrieben, aber Tokic, ganz erfahrener Mann, muss hier zwar den Punkt kassieren, schafft aber am Ende den 2:2 Ausgleich und wir springen jetzt in das spannende Schlussdoppel. Knanner Sekaran Xu gegen Oikawa Majoros, da gab es auch wieder tolles Tischtennis zu sehen. Hier können die Bad Königshofer Jungs erstmal den Ball fischen, trotz Kantenball bzw. Netzroller. Aber dann müssen sie aufstecken und im vierten dann Matchball für die Mannen vom ASV. 2:0 Rückstand aufgeholt. Und in einen 3:2-Sieg verwandelt. Grünwettersbach dreht die Kiste hier. Gewinnt am Ende 3:2 zum lautstarken Jubel und zur Freude der Fans im ASV Tischtenniszentrum Bad Königshofen. Tolle Leistung gezeigt. Am Ende reichte es aber dann nicht ganz. Grünwettersbach mit dem ersten Saisonsieg. Jetzt geht's für die Karlsruher Vorstädter wieder aufwärts. Eigentlich schon. Wir haben ziemlich viel Druck gehabt, weil wir bis heutiger Spiel wir sind 0:6 gestanden. Und wir wollten unbedingt für unsere Zuschauer beweisen, dass wir eigentlich eine gute Mannschaft sind. Und ich muss mich extra bei Zuschauern bedanken, weil die Atmosphäre, was wir heute erlebt haben, das ist wirklich selten im Tischtennis. Danke nochmals für alle unsere Fans. Ja, Coach Itagaki, der Trainer von Bad Königshofen, sagt hier, wir haben zwar vorne gelegen, dann hat leider unsere Nummer 3 verloren. Das ist immer so ein kniffliges Spiel. Da stehen die Chancen immer 50-50. Grünwettersbach hatte heute auch einfach ein starkes Publikum im Rücken. Kann passieren, die Niederlage.